Hallo, ich bin Grimnor. Ich durchsuche Steam auf der Suche nach Spielen, die auch was taugen. Und das hier ist Kensho, ein kleines Rätselspiel, das Anfang des Jahres, also Anfang des Jahres 2018, ich glaube Ende Januar, erschienen ist. Und auf Steam 4 Euro kostet derzeitig zum regulären Preis. Und was ihr hier jetzt gerade seht, das ist zum einen der Level Select Screen, aber auch der Bildschirm, in dem immer solche kleinen Zwischensequenzen stattfinden, wenn man gerade mal einen Spielabschnitt geschafft hat. Dann sieht man hier diesen kleinen Roboterwürfel oder was auch immer das sein soll, der hier die Gegend erkundet und über alles, was er da findet, wahnsinnig fasziniert und erfreut ist. Ja, manchmal ist er auch traurig und manchmal tut ihm auch was weh. Da war er jetzt ein bisschen erschrocken anscheinend. Aber schon ist er wieder amüsiert. Ja, das ist ganz nett gemacht, so diese kleinen Zwischensequenzen. Aber das eigentliche Spiel liegt woanders. Ich habe hier schon so ungefähr, ja, ich sag mal so 80 Minuten reingespielt, habe das Spiel schon knapp zur Hälfte durch, wobei man sagen muss, dass die Spielabschnitte immer länger dauern, je weiter man kommt. Also ich bin jetzt am Ende des 5. von 10 Spielabschnitten. Gut möglich, dass die anderen dann länger dauern und das Spiel dann vielleicht so im Endeffekt, weiß nicht, vielleicht so 3 oder 4 Stunden lang sein wird, denke ich mal. Ja, 4 Stunden könnten es schon sein, wenn ich jetzt bei 80 Minuten bin. Ja, und jetzt, was wir jetzt sehen, sind Aufnahmen, die ich schon vorab gemacht habe. Also ich spiele jetzt nicht live, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Das sind jetzt Spielszenen, die noch relativ am Anfang stammen. So nach einer halben Stunde oder so habe ich die aufgenommen. Aber das sind schon die wesentlichen Spielelemente zu sehen. Ihr seht, wir haben hier dieses kleine Spielfeld mit den Quadraten. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen immer 3 Quadrate einer Farbe zusammenbringen und dann lösen die sich auf. Und am wichtigsten für uns ist, dass wir dieses eine Quadrat da unten, das ihr jetzt da am Rand seht, das eine komische Ecke da dran hat, das brauchen wir ganz dringend, weil das ist ein Teil eines Schlüssels, diese Ecke da. Und ja, also da müssen wir darauf achten, dass wir das irgendwie hinkriegen, das in eine dieser Dreierreihen einzubauen. Wir brauchen immer 5 Teile für einen Schlüssel, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Ja, 5 Teile waren es. Und dann kommen wir in diesem Spielabschnitt ein Level weiter, wenn wir diese Schlüsselteile zusammen haben und die ganzen Schlüssel zusammengebaut haben. Und wie wir diese Quadrate hier bewegen. Oh, ihr seht, ich brauche hier gerade ziemlich Mist, glaube ich. Wobei, ich habe es vielleicht nochmal gerettet. Also ihr seht, das ist nicht so, wie man das normalerweise gewohnt ist bei irgendwelchen anderen Spielen, bei denen man, also es gibt ja eine Menge Spiele, bei denen man irgendwie 3 in einer Reihe braucht und dann lösen die sich auf oder es gibt Punkte oder so. Oder es passiert sonst was. Aber normalerweise bewegt man da eben immer eine Reihe von solchen Quadraten oder was auch immer das dann für Symbole gibt. Aber hier bewegen wir eben nicht eine Reihe, sondern wir bewegen alles. Wir bewegen das ganze Spielfeld nach unten, oben oder nach links oder rechts. Zumindest alle Teile, die sich bewegen können. Ihr seht jetzt hier, ich konnte nur einen Teil dieser Quadrate nach oben oder unten bewegen, weil manche Reihen sind eben schon voll, dann können sich die nicht mehr bewegen. Und es gibt dann auch noch im Spielverlauf verschiedene andere Hindernisse, die dafür sorgen, dass Quadrate sich nicht bewegen können. Aber normalerweise bewegen wir, wenn wir hier irgendwas nach oben bewegen, dann bewegen wir wirklich alles. Und wir müssen dann eben planen, welche Reihen beweglich sind und welche nicht. Also da müssen wir drauf aufpassen, damit wir dann irgendwie hier diese 3 Felder zusammenbekommen. Das ist ein bisschen kniffliger als normalerweise, habe ich zumindest den Eindruck, weil man eben jedes Mal das ganze Spielfeld im Auge behalten muss und nicht nur die eine Reihe, die man bewegt. Zumindest mir ist es schwerer gefallen. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich es nicht gewohnt bin. Und ich glaube, es wird vielen anderen auch so gehen. Also wenn man dieses normale Gameplay gewohnt ist, wo man nur eine Reihe bewegt und das, ja, also dann dauert das eine ganze Weile, bis man sich hier wirklich eingefunden hat, bis man da im Kopf wirklich dran gewöhnt ist, hier immer das ganze Feld zu bewegen. Aber das Spiel macht es einem ansonsten relativ leicht. Also wenn man hier mal scheitert und das ganze Spielfeld voll ist, also wenn das ganze Spielfeld dann voll ist mit Quadraten und man sich nicht mehr bewegen kann, dann hat man quasi verloren, aber das ist nicht wahnsinnig schlimm. Man startet dann einfach nochmal neu und zwar an exakter Stelle, an der man war. Also man verliert dann noch nicht mal irgendwelche Schlüsselteile oder so. Also wenn ich hier ein Schlüsselteil geholt habe mir, dann entsteht irgendwo auf dem Feld ein neues. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Da unten ist jetzt das eine hier. Das ist jetzt dann das letzte Teil von diesem Schlüssel.
Und wenn ich jetzt scheitern würde, dann würde einfach das Feld nochmal leer werden und ich würde an exakt dieser Stelle wieder mit diesem Schlüsselteil hier anfangen. Das ist dann, also es macht im Grunde nichts aus, wenn man scheitert. Es ist sogar manchmal ganz nützlich, man kommt manchmal schneller voran, wenn man schnell scheitert und dann nochmal anfangen darf mit diesem Schlüsselteil und einem leeren Feld, als wenn man sich da zu sehr verkünstelt, was ich jetzt glaube ich gerade tue, weil das wird schon ein bisschen anspruchsvoll jetzt. Ihr seht ja diese Steine links und rechts unten in den Ecken, die können sich nicht bewegen. Das ist schon mal so ein Spielelement, das man einplanen muss. Diese anderen Steine, da seht ihr diese zwei brüchigen Steine, die können sich bewegen, aber die lösen sich nicht auf. Also die haben quasi keine Farbe. Also die bleiben uns immer auf dem Feld als Hindernis enthalten. Und da müssen wir jetzt drum herum planen, um diese ganzen Hindernisse. Und mit der Zeit lässt das Spiel sich da immer neue Hindernisse oder immer neue Elemente einfallen, die uns zu schaffen machen und der Spieler schweren. Trotzdem ist es insgesamt ein sehr, sehr entspannendes Spiel, muss ich sagen. Obwohl es so gewöhnungsbedürftig ist und obwohl sich der Spieler wirklich einiges einfallen lässt, um einem das Leben schwer zu machen, ist es recht entspannend und es liegt eben daran, wie schon gesagt, dass man im Grunde nicht dafür bestraft wird, wenn man scheitert. Das ist mal das eine, also früher oder später, selbst wenn man wirklich schlecht spielt, und ich glaube, ich spiele hier gerade eben wirklich schlecht, das, was ihr jetzt hier auf dem Feld seht, das ist schon wirklich mies. Achso, was ich jetzt hier noch dazu sagen sollte, ihr seht jetzt das Schlüsselfeld da, das hat so Ränder links und rechts. Also dieses Schlüsselfeld, das jetzt da rechts unten ist, also fast ganz rechts unten, das hat so Ränder links und rechts und das bedeutet, dass wir da nichts anbauen können. Also ich muss jetzt andere gelbe Felder oben oder unten dran bauen an dieses Feld hier. Ich muss jetzt nicht, ja doch, fällt mir doch schwerer als es eigentlich sollte, aber jetzt habe ich es geschafft. Also das ist dann auch, das ist nicht von Anfang an so, sondern es ist auch so ein Spielelement, das es einem nochmal ein bisschen schwieriger macht, dieses Spiel hier. Aber wie gesagt, also trotzdem, da das Spiel einen nicht bestraft, ist es ein sehr entspannendes Spielerlebnis, muss ich sagen. Liegt natürlich auch an der Präsentation, an der Musik, die so sehr zurückhaltend ist, fast meditativ. Und auch in diesen kleinen, sehr psychedelisch aussehenden Zwischensequenzen. Es ist fast, als wäre es ein Meditationsspiel, ehrlich gesagt. Und ja, wenn man nicht denken will, muss man eigentlich gar nicht denken. Man kann das im Grund sehr entspannt beim Feierabendbier spielen, weil ja, also wenn man hier einfach rumklickt und hin und her schiebt, früher oder später hat man mal Glück. Man scheitert dann schon oft, wenn man nicht wirklich nachdenkt und sich mal überlegt, wo man hier eigentlich die Quadrate hinschieben will. Achso, man sieht übrigens auch hier links angezeigt immer, welche Farbe das nächste Quadrat haben wird und je nachdem, wo man oder in welche Richtung man schiebt, je nachdem taucht es auch auf einer bestimmten Seite auf. Also wenn ich jetzt hier von rechts nach links schiebe, dann kommt das Quadrat von rechts. Aber ich weiß nicht genau, zumindest soweit ich das verstanden habe, weiß ich nicht genau, an welcher Stelle das Quadrat kommt. Also ich weiß dann, dass es von rechts kommt oder von links oder von oben oder unten, aber ich weiß nicht genau, in welcher Reihe es kommt. Und das ist dann nochmal so ein Glückselement, da kann man dann, ja, da kann man auch mal Pech haben. Oder eben auch sehr großes Glück. Und wie gesagt, also wenn man nicht drauf aus ist, wirklich zu denken, dann muss man das nicht tun, weil man früher oder später immer Glück haben wird. Auch mit dem Start des Levels, also früher oder später liegen die Quadrate dann da einfach so geschickt, dass man ja einfach durch Glück zum nächsten Schlüsselteil kommen wird. Und ja, wenn man dann wieder scheitert, macht man es einfach wieder so lange, bis man irgendwann Glück hat. Also das ist ein Spiel, das man sehr gut nebenher spielen kann, während irgendwas im Fernsehen läuft oder so. Das ist einerseits ganz gut. Aber andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass vielen Leuten das vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Also Leute, die wirklich eine Herausforderung haben wollen, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein von diesem Spiel. Wobei man sich natürlich Herausforderungen auch selbst schaffen kann. Also man könnte sich jetzt irgendwie vornehmen, ich will diesen Level in so und so viel Zügen schaffen oder so. Aber das Spiel, der Spiel ermutigt einen nicht dazu. Also das Spiel ermutigt einen eigentlich eher dazu, hier ganz entspannt ranzugehen und sich überhaupt keine Gedanken über das Scheitern zu machen. Oder über irgendwelche Highscores oder so. Ich habe da nichts gesehen, was es da gäbe. Also insofern, das Spiel liefert einem da keinen Anreiz, sich irgendwie Stress zu machen. Und ja, also mir gefällt das ganz gut. Ich habe gar mal so ein entspanntes Spiel. Aber wie gesagt, andere sind da vielleicht nicht so wild drauf.
und finden es vielleicht auch schade, dass ein Spiel, das eigentlich anspruchsvoll sein könnte, vom Spielprinzip her, also das könnte ja durchaus einiges erfordern an Nachdenken, aber ja, so wie es jetzt ist, ohne Strafe fürs Scheitern, ist es eben, wie gesagt, ein entspanntes Erlebnis. Gut. Viel mehr gibt es dann auch nicht zu sagen und zu zeigen, es sei denn, ich könnte noch ein bisschen späteren Spielabschnitt mal zeigen, der noch ein paar andere Elemente hat. Das sollte ich vielleicht machen. Schon allein, um, was ich nämlich auch noch zeigen sollte, ist der Farbenblindheitsmodus. Also das ist ja bei Spielen, die daraus bestehen oder darauf basieren, dass man solche Farben kombiniert, immer ganz wichtig, dass auch Leute, die die Farben nicht so gut erkennen können, dann trotzdem das Spiel spielen können. Und das Spiel hier hat einen Farbenblindheits- oder Farbenblindmodus. Ich weiß nicht genau, wie der Modus heißt, aber auf jeden Fall ein Modus für Farbenblinde. Und ich glaube, den zeige ich dann nochmal und dann zeige ich damit automatisch auch noch gleich was aus dem späteren Spiel. Ja, und da seht ihr es jetzt auch. Das ist der Farbenblindheitsmodus oder wie auch immer. Da sind jetzt dann in diesen Quadraten noch solche Förmchen drin, dass man daran erkennen kann, welche Farben zusammengehören. Also hier Rauten und Quadrate und so weiter oder Kreise. Ja, das funktioniert. Also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Und hier seht ihr jetzt auch noch diese kleinen Drohnen, also diese rautenförmigen Dinger, die da auf den Quadraten, auf den farbigen Quadraten drauf liegen. Zum Teil, die sorgen dafür, dass man diese Quadrate nicht bewegen kann. Ihr seht, wenn sich da drunter was auflöst, dann bleibt die Drohne trotzdem an Ort und Stelle. Und sobald da wieder ein neues Quadrat hinkommt, dann ist das auch fixiert. Das kann einem das Spiel schwerer machen, aber manchmal auch leichter, wenn sich nicht immer alles bewegt. Ja, und wie gesagt, so führt das Spiel nach und nach zusätzliche Elemente ein. Gut, was gibt es insgesamt über das Spiel zu sagen als Fazit? Ich würde sagen, es ist ganz nett auf jeden Fall. Es ist gelungen, es kostet ja auch nur 4 Euro. Und ich finde, für das Geld, wenn man solche Spiele mag zunächst mal und dann auch ein entspanntes Spiel haben will, nichts, was jetzt zu herausfordernd ist, dann ist das hier durchaus sein Geld wert. Allerdings, es ist jetzt auch nichts, was man unbedingt gespielt haben müsste. Also so toll und so kreativ ist dieses Spielprinzip dann auch wieder nicht, dass man es unbedingt mal gesehen haben muss, sondern es ist okay, es ist nett, es ist sein Geld wert, aber ich würde es dann doch eher als mittelmäßig bezeichnen. Und ach so, eine Sache muss ich euch unbedingt noch zeigen, nämlich das hier. Man kann in diesem Spiel ein Kuscheltier kaufen, das heißt zumindest wird ein Kuscheltier beworben als Fanartikel für das Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob wirklich das Spiel so viele Fans hat, dass man da Fanartikel dafür braucht, aber das zeigt irgendwie auch diesen Kurs des Spiels, also es ist wirklich auf Entspannungs- und Kuschelkurs. Ja, also da unten links dieser Hirschkopf da, wenn man da draufklickt, dann kommt man hier in diesen Werbebildschirm. Und ja, schön, nett, aber auch nicht großartig. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald, euer Grimdor.